die Kleinen hier. Das sind auch so Problemfälle. Ja, es heißt ja immer, dass Katzen Einzeltiere sind und nicht sozial werden. Hier kann man sehen, das sind Jungkatzen, die sind sehr sozial und die lieben die Gesellschaft. Und daher ist es eigentlich wichtig, wenn man Katzen gerade in der Wohnung hält, dass man sich mindestens zwei anschafft. Weil man ist den ganzen Tag nicht zu Hause, man kann sich um die Tiere nicht kümmern. Und eine einzelne Katze, gerade wenn sie noch sehr jung ist, die sitzt den ganzen Tag nur da, langweilt sich und wartet, bis Herrchen oder Frauchen wieder zurückkommt. Ist man dann abends gestresst von der Arbeit wieder zu Hause und will sich ein bisschen mit der Katze beschäftigen, freut die sich zum einen, aber die hat den ganzen Tag natürlich viele Energien aufgestaut, die dann auch weg sollen. Das heißt, die ist nicht zufrieden, wenn ich jetzt hier 5 Minuten mal ein bisschen puschle, sondern die will mehr haben. Wenn die Katze dann alleine ist und kann so diesen Trieb, auch diesen Jagdtrieb, den sie hat, nicht wirklich ausleben und ihr Temperament nicht ausleben, dann kommt es oft zu Problemen, dass die Katzen aggressiver werden, dass sie kratzen, dass sie Dinge kaputt machen. Dem Ganzen kann man entgehen, wenn man sich ein Katzenpärchen anschafft. Die spielen miteinander, die haben ihre Ruhephasen, die haben ihre Tobephasen und sind dann abends ausgeglichen, haben ein bisschen was um die Ohren gehabt und dann hat man auch wesentlich ruhigere und entspanntere Katzen zu Hause und man hat auch viel mehr Freude dran. Wie man sieht, Katzen sind einfach wunderbare Tiere, die einen ausgeprägten Spieltrieb haben. Und dem muss man auch gerecht werden, gerade wenn man sie in einer reinen Wohnungshaltung hält. Denn die wollen ein bisschen was um die Ohren haben, die wollen toben und die wollen auch beschäftigt werden. Heute käme kein Mensch mehr, der ein bisschen vernünftig ist, auf die Idee, einen Hundewelpen alleine zu halten, arbeiten zu gehen und nach 8 Stunden wieder nach Hause zu kommen, zumal man diesen Hund ja auch niemals stubenrein kriegen würde. Leider ist es bei Katzen immer noch sehr häufig, dass man sie alleine hält und dann sagt, man will auch noch ein Katzenbaby haben. Das ist ganz schwierig, weil die Katzen dadurch ja durch diese komplette Unterforderung keine Beschäftigung haben und sehr oft Verhaltensprobleme ausgeprägt sind. Man sollte wirklich darauf achten, wenn man Jungkatzen aufnimmt, dass es zwei sind, vor allem in der Wohnungshaltung, und dass diese Katzenbabys auch mindestens bis zur 12. Woche bei ihrer Mutter bleiben. Denn in der Zeit können sie von der Mutter Sozialverhalten lernen. Sie lernen zum Beispiel auch, wie man sich benimmt in der Wohnung und sie lernen, die Krallen einzuziehen. Wenn man ihnen diese Möglichkeit der Erziehung der Mutter nimmt und sie zu früh von der Mutter wegnimmt, eben zum Beispiel schon mit 8 Wochen, gibt es sehr, sehr oft Probleme im Sozialverhalten mit den Katzen bis hin zur Unsauberkeit oder dass die Katzen sogar ihre eigenen Halter angreifen.